Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ich sehe wieder genauso aus wie beim letzten Video. Das liegt daran, dass ich die beiden Videos gleich hintereinander drehe. Denn es geht wieder um einen Adventskalender. Ich bin immer noch heute nach Deutschland gefahren, um die zwei Kalender hier zu holen, weil hier in Luxemburg sind einfach noch keine Adventskalender bis November raus. Und der erste Kalender habe ich gerade schon abgedreht, den habt ihr auch schon gesehen. Ich finde den super, super gut. Boah, es sind ein paar Pröbchen drin, aber mein Gott, in diesem Kalender hier werden fast nur Pröbchen drin sein, denn ich kenne die Produkte sehr gut. Ich liebe diese Marke. Ich liebe, liebe, liebe diese Marke, denn ich habe sehr große Probleme mit Badezusätzen und mit Duschzeug, da ich keine Parfüme in sowas vertrage, also keine chemischen Parfüme. Und bei Kneipp hatte ich da bisher noch keine Probleme. Jetzt habe ich schon gesagt, es geht um den neuen Kneipp Adventskalender. Ich habe mir den schon letztes Jahr so gewünscht, weil ich liebe es im Winter zu baden. Ich liebe die Produkte von denen, die riechen immer so super, super, super toll und helfen wirklich sehr, sehr viel mit ihren ätherischen Ölen. Und meistens trifft auch das zu, was sie draufschreiben, wie zum Beispiel Entspannung oder Rückenwohl habe ich sehr, sehr viel genommen. Das geht wirklich bis in die Muskeln rein und ja, ich liebe Kneipp einfach. Und ja, ich werde den Kalender jetzt mit euch auspacken. Ich werde ihn jedoch nicht der Reihenfolge nach auspacken, denn ich möchte, dass es für euch sowie auch für mich danach wieder eine Überraschung wird, wenn ihr euch den Kalender selber holt und ihn aufmacht, damit ihr vielleicht wisst, was drin kommt, um zu wissen, ob es sich lohnt, ihn zu holen. Oder ob es sich nicht lohnt. Ich schätze mal, bei Kneipp wird sich das immer lohnen. Ich kann auch noch mal ausrechnen, wie viel die kosten, weil die kleinen Produkte gibt es auch zu kaufen. Also diese Pröbchen, sag mal jetzt mal. Kann man auch als Geschenke kaufen, um sie zu verschenken. Ich gucke mal, ob ich da die Preise finde. Wenn ja, schreibe ich sie euch immer unten dran und zeige euch dann auch am Ende des Videos, wie viel das insgesamt kostet, der Inhalt. Dieser hat jetzt 50 Euro, glaube ich, gekostet, knapp. Ich habe ihn zwar jetzt in einem Geschäft gekauft, weil mir Amazon ein bisschen zu spät war. Wenn ich ihn aber auf Amazon oder woanders finde, stelle ich euch den Link unten rein. Ich würde sagen, dann fangen wir jetzt mal an, den Kalender auszupacken. Das einzige an Plastik, was in diesem Karton drin ist, übrigens bei dem anderen Kalender war auch nur die Umhüllung Plastik und der Rest war nicht. Nichts in Plastik eingepackt, wirklich. So, da ich jetzt nicht der Reihenfolge nach hier und ihr nicht sehen soll, welche Nummern es sind, lasse ich es hier unten liegen und nehme eins nacheinander raus. Die Verpackung fühlt sich sehr hochwertig an und lässt sich auch sehr leicht öffnen, wie ich gerade merke. Die sind auf jeden Fall sehr fest drin, ich nehme meine Schere zur Hilfe. Voilà. Das finde ich auch sehr gut bei Kneipp, die haben immer Glasflächen und sehr, sehr nachhaltig. Und natürlich auch die Etiketten. Das hier ist Zeit für Zweisamkeit. Das ist schwarzer Nachtjasmin. Das ist eine Badeessenz. Ich rieche mal dran. Ich schnupper dran. Oh, das ist wirklich ein Traum. Ich nehme meistens die Badekristalle, wenn ich mir kaufen gehe. Badeöle oder Essenzen habe ich bisher noch nicht genommen. So, das ist die Essenz. Sehr, sehr schön in einem Glasfläschchen. Und riecht sehr, sehr gut. Ich mache mal ein größeres Kästchen, dass sich irgendwie nicht aufmachen lässt. Komm raus! Ja, es sind halt eben immer Pröbchen. Aber finde ich auch gar nicht so schlimm. Die Marke ist super, super teuer normalerweise. Aber es lohnt sich wirklich, Leute, der Nachhaltigkeit wegen. Und halt auch dem Körper zuliebe. Denn der Körper merkt auch, ob man etwas Chemisches nimmt oder was Natürliches. Das ist Aroma Pflegedusche Lebensfreude. Ich glaube, Lebensfreude hatte ich schon mal probiert. Die riecht. Die riecht ziemlich zitronig. Das ist
hebt die Stimmungslage. Also wenn das bei Kneipp draufsteht, ist das auch wirklich so. Ja, Zitrone. Das ist das Duschgel. Frisch, wirklich fruchtig, zitronig. Und macht gute Laune, wirklich. Oh, ich liebe diesen. Ich liebe diesen. Den hole ich mir immer. Den hole ich mir immer, wenn ich wirklich richtig down bin, richtig keinen Bock mehr habe. Dann nehme ich mir diese Tiefenentspannung Badeessenz. Ich nehme sie immer als Badeperlen. Also als Badesalz. Und das ist. Nein, das ist. Sandholz. Ist das der? Es ist auf jeden Fall mal die dunkelblaue. Nein, das ist eine andere. Die riecht. Ich würde jetzt sagen männlich. Das ist halt so eine dunkelblaue, deswegen habe ich gedacht, das wäre meine. Aber ich habe keine Ahnung, wie der Name heißt. Ich musste mir wirklich nochmal Kneippsachen holen. Da habe ich gedacht, so ein Adventskalender, da habe ich gleich ein bisschen mehr Auswahl. Dann gehe ich jetzt mal hier rüber, ich sehe da gar keine Zahl drauf. Ist das wieder derselbe? Ja, das ist wieder derselbe. Das ist auch wieder Sandholz. Ja, hier ist zweimal derselbe drin. Also, den zeige ich euch jetzt noch nicht nochmal, das ist dasselbe. Das ist die Tiefenentspannung Sandholz. Den kenne ich aber, den habe ich mir mal als Handcreme geholt, den Duft. Weil ich den auch so lecker fand und meine Hände so trocken waren. Das ist Mandelblütenhautzart. Das ist aber diesmal als Massageöl. Das ist das Mandelblüten. Massageöl. Gehen wir jetzt mal wieder zu was Größeren. Also hier sind nicht viele große Felder, aber ich denke, das sind dann immer so Duschzusätze oder sowas. Denn Kneipp ist ja eher, denke ich mal, so Badezusätze. Ah, eine Handcreme. Sekundenhandcreme. Eincreme, fertig, los. Zitronen, werbende Avocado-Butter. Dieses hier. Und wie gesagt, halt wieder, was es verspricht. Also, ich kann wirklich, also, ich schwärme schon seit Jahren von Kneipp, wirklich. Ich habe eine sehr empfindliche Haut, was es mit Düften angeht. Und da hatte ich bei denen wirklich noch nie Probleme. Ich hatte schon mal so andere Marken, ich will jetzt nicht Billigmarken sagen, weil es waren auch mal teurere Marken dabei. Sobald das falsche Parfüm drin ist, bin ich mich nur am Kratzen. Ich bin knallrot und das muss ja nicht sein. Den hatte ich auch schon mal. Man merkt, dass ich sehr, sehr viel von Kneipp habe. Das ist die glückliche Auszeit mit roten Mohn und Hanf. Das ist ein. Der war so schnell leer bei mir und ich kaufe schon immer große Pakete. Ja. Das riecht einfach nach Pause, nach Entspannung. Ah, das hatte ich noch nicht. Auch mit Badeessenz. Stressfrei. Mit Mandarine und Orange. Ich hasse eigentlich Orange. Das ist auch nicht wirklich mein Duft. Nein. Ich glaube, den werde ich dann weitergeben, sobald ich ihn ausgepackt habe. Ja. Ich esse weder Orangen oder Mandarinen und ich rieche sie auch nicht gerne. Also, wer es mag, ja, aber sonst nicht wirklich. Das sieht schön aus. Aber auch wieder eine Handcreme. Mangolie und Shea Butter hört sich sehr, sehr interessant an. Strapazierte und trockene Hände. Das riecht auch sehr fruchtig und sehr, sehr schön. Und sehr winterlich vor allen Dingen. Sehr, sehr schön. Und sehr schön gemacht. Also so, dann das nächste ist ein Pflegeölbad. Schönheitsgeheimnis. Mit Argan, Marula und Wunderbaum.
Ich kenne nichts davon. Oh. Oh, das riecht sehr lecker. Das riecht für mich nach Ferien. Das riecht nach Ferien, weil meine Mutter hatte immer wenn wir im Urlaub gefahren sind, ein Duschgel dabei. Das hat so gerochen. So sieht das Ganze aus. Sehr, sehr gut riecht das. Ah, hier haben wir wieder, ich glaube, den muss ich gar nicht rausnehmen. Also das ist mal als Massageöl. Ich muss gerade mal was gucken. Nein, eben der was doppelt war, weil das Badeessenz. Das hier ist jetzt Massageöl, glückliche Auszeit. Also so wie es aussieht, ist das dasselbe wie das Badeessenz mit dem Hanf und dem Mohn. Genau, das ist dasselbe Geruch, nur halt als Massageöl. Voilà. Eben war es halt als Badeessenz drin und jetzt ist es als Massageöl. Ach, das ist die, von der ich eben gesprochen habe. Die Handcreme mit den Mandelblüten. Genau, das ist genau die, die ich mir gekauft habe. Wirksame Pflege für trockene und sensible Haut. Beschützt sensible Haut. Sensitiv Handcreme. Die habe ich mir letztes Mal geholt. Das ist wirklich eine sehr gut riechende Handcreme, die sehr, 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 sehr gut hilft. Oh, das sieht nach Lavendel aus. Ich liebe Lavendel. Zeig mir den wieder. Der ist gesprungen. Badeessenz, Träume der Provence, Lavendel. Oh, wer liebt Lavendel so wie ich? Das hat wirklich einen sehr, sehr starken Lavendelgeruch. Und riecht super gut. Aber ich hätte ja gedacht, dass das lila ist. Wie man sieht, ist das so blau. Ich merke, das ist wieder ein größeres Türchen, die haben sie irgendwie blöder zugemacht. Voilà. Das ist eine Pflegedusche wieder, gute Laune. Maracuja Grapefruit. Fruchtig frische Duscherlebnis für Momente des Glücks. Das riecht wieder voll nach Orange. Nur nach Grapefruit. Geht für mich aber in dieselbe Richtung. Ich glaube, die werde ich meiner Mutter geben. Also ich glaube, so die orangenhaltigen Düfte, das entweder man liebt es oder man hasst es. Also das, da glaube ich wirklich dran. Aber wirklich, wenn man diese Gerüche mag, dann ist das sicher was für euch. Aber sonst für mich ist es leider nichts. Mehr erleben. Eine knallgrüne Flasche. Badeessenz, Meeresmineralien und Algen. Das muss sehr, sehr gut für die Haut sein. Das riecht nach Meer. Einfach nur nach Meer. So, hier wirklich eine quietschgrüne Verpackung und riecht wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr frisch nach Meer, nach Sonne, nach Badeessenz Entspannung pur mit Melisse. Melisse sind die weißen kleinen Blümchen, glaube ich. Oh, das riecht nach Campingurlaub für mich. Das ist, wir haben, wie ich klein war, immer beim Camping machen, immer Karten gespielt draußen. Und das riecht wie die Produkte, die du gegen die Mücke auf dich machst oder auch die Kerzen. Das riecht voll danach. Ist das nicht Zitronelle normalerweise? Nennt man die auch Melisse? Ich finde es schon einfach manchmal krass, wie sehr man Gerüche mit Erlebnissen verbindet. Das ist schon irgendwie lustig. Oh, jetzt ist wieder wie die Handcreme, wieder diese Mandelblüte. Als Badeöl. Aber das ist halt eben wieder dieses super gut riechende, diesmal als Badeöl. Ich werde jeden Tag anders riechen. Das wird dem Körper so gut tun, dieser Kalender. Wenn ihr euch was Gutes tun wollt, holt euch den. Wirklich.
Oh, das sieht super schön aus. Das ist eine Cremedusche. Hautzarte Verwöhnung. Mandelmilch und Mandelöl. Wie das Mandelöl. Ja, genau. So sieht das aus. Riecht super, super gut. Und es hat eine Dusche. Auch sehr, sehr schön. Das sieht wieder sehr orange aus. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Kuschelbad. Pflegeölbad. Mit Ingwer, Kardamom, Macadamia und Honigextrakt. Ist keine Orange drin. Also muss es gut riechen. Aber sonst, aber riecht gut. Riecht wirklich entspannend. Also ich mag es ja auch im Winter, wenn ich so einen Duftdiffuser im Raum habe, was einfach einen schönen Duft in der ganzen Wohnung verbreitet. Deswegen mag ich auch so Öl. Also ich bin sehr, sehr, sehr geruchsaffin. Bad, also es wird wirklich viel fürs Bad. Also für die Badewanne. Langsam muss ich wirklich noch hier raussuchen, wo noch nicht offen sind. Dann so viel bleibt gar nicht mehr übrig. Und wir haben wieder Mandelöl. Mandelblüten. Das scheint wirklich ein sehr beliebter hier drin zu sein. Das ist ein Hautöl. Hatten wir noch gar nicht ein Hautöl. Auch wieder Mandelöl. So, die Verpackung müsstet ihr kennen. Super, super schön. Riecht wieder super, super gut. Diesmal aus Hautöl. Wieder orange. Meine Schere mache ich immer ganz kaputt. Ilang Ilang. Massageöl. Ilang Ilang ist doch eine so eine chinesische, japanische Blüte. Riecht noch nicht viel. Etwas süßlich. Das ist das Ilang Ilang Massageöl. Das sieht aus wie die Männerreihe von denen, weil die haben, Kneipp hat ja auch eine Männerreihe mit Duschgel und so, die aber auch natürlich auch Frauen nehmen können, mein Gott. Pflegegeheimnis, Pflegeölbad, Moringaöl und Shea-Butter. Mmh. Shea-Butter ist ja sehr, sehr pflegend. Oh, das riecht super. Aber wie ich gesagt habe, ein bisschen nach Wald, ein bisschen nach, sehr nach Chia-Butter. Moringa-Öl weiß ich gar nicht, wie riecht, kann ich euch jetzt gerade gar nicht sagen. So, jetzt seht ihr das Öl. Sieht sehr, sehr nach der Männerserie aus, wie eben schon gesagt. Und wir sind schon wieder bei Mandelblütenöl. Die scheinen den das wirklich zu mögen. Das ist ein Hautöl diesmal. Hatten wir das nicht schon mal als Hautöl? Doch, den hatten wir schon mal als Hautöl. Brauche ich euch also nicht nochmal zu zeigen. Ist wieder das mit dem Mandelblütenöl als Hautöl. Ja. Sind wir beim letzten Türchen angelangt. Da ist das drin, was wir noch nicht hatten bis jetzt. Eine Badeessenz Lieblingszeit. Mit Kirschblüten und Reiskeimöl. Mmh. So gut nach Kirschblüten. Mmh. So. Das hier ist es. Da werdet ihr wahrscheinlich im roten Wasser sitzen. Aber es riecht sehr, 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 sehr schön wieder. So. Das war schon das letzte Türchen. Dieser Kalender ist natürlich nur etwas für Leute, die auch eine Badewanne haben, denn es ist schon sehr viel Badeessenz mit drin. Aber falls ihr keine Badewanne habt und trotzdem Kneipp probieren wollt, kauft gerne die anderen Produkte, die Duschgele und das, weil die haben wirklich sehr, 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 sehr gute Produkte und sind sehr, sehr gut für deine Haut, weil die alle sehr natürlich gehalten sind. Ich muss halt darauf aufpassen, weil meine Haut so empfindlich auf so Sachen reagiert wie, also nicht wie, sondern auf die Parfüme. Und das ist halt in Billig-Shampoos oder auch in nicht auf Marken, wo nicht so danach geguckt wird, sehr, sehr oft der Fall, dass es chemische Öle und alles drin ist. Und das ist halt bei mir nicht so. Aber ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Falls ihr andere Videoideen habt oder auch andere Kalender, die ich ausprobieren soll, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, dann könnt ihr den Kanal gerne abonnieren, könnt gerne ein anderes Video angucken.
Und ja, wenn ihr nichts verpassen wollt, auch gerne die Glocke aktivieren. Und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und bis dann. Tschüss!